Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Nerd für Medizin. Hi. Heute geht es mal um was Technisches. Heute geht es um die Perfusoren. Da jetzt gleich mal die erste Frage, Philipp, ohne großes Blabla. Warum sind Perfusoren jetzt so wichtig oder warum beschäftigen wir uns damit? Ja, weil sie oder weil die Perfusoren zur Standardausstattung von den Rettungsmitteln gehören, in jeder Notaufnahme vorhanden sind, aber tatsächlich ziemlich selten zum Einsatz kommen. Ja, relativ, ja. Und deswegen vielen Leuten damit in der Praxis eigentlich die Erfahrung im Umgang fehlt. Okay, fangen wir jetzt mal ganz von vorn an. Was sind denn Perfusoren eigentlich oder was zeichnet die aus? Ja, eigentlich super easy, ne? Es ist eine Spritzenpumpe. Da kommt normalerweise eine 50 ml Spritze rein. Man stellt dann ein, die Laufrate vom Perfusor, normalerweise in Milliliter pro Stunde. Und der Okay. Perfusor ist im Endeffekt dafür gebaut, einen ganz, ganz kontinuierlichen Verlauf zu haben und ganz, ganz kontinuierlich eben zum Beispiel 0,5 Milliliter in einer Stunde abzugeben. Okay, das heißt, der Unterschied zur Infusion, die wir bei Tropfen einstellen, ist, dass es viel präziser ist und dass es auch ganz langsame Flussraten ermöglicht. Genau. Okay. Und bei was brauchen wir das? Ja, also andersrum lieber, für welche Medikamente brauchen wir das? Okay. Das brauchen wir immer für sehr, sehr hochpotente Medikamente, die mit eher geringen Laufraten laufen oder mit sehr, sehr geringen Dosierungen, und die eine sehr, sehr schnelle Anflugzeit haben, aber auch nur eine sehr kurze Halbwertszeit. Das heißt, zum Beispiel für Katecholamine, Noradrenalin ist so das Standardmedikament ja eigentlich, ne? Noradrenalin ist ja extrem potent. Wenn ich davon einem Patienten 1 Milligramm spritze, dann fliegt der Blutdruck durch die Decke. Oh ja. Das heißt, beim Noradrenalin kommt es darauf an, wirklich eine ganz, ganz kontinuierliche Dosis eben zu haben. Denn auch wenn man mal Noradrenalin für 2 Minuten pausiert, dann ist es beim kritischen Patienten eventuell schon das K.O.-Kriterium. Okay, du hast es gerade gesagt, Katecholamine. Mir fällt da jetzt noch ein, Narkosemedikamente. Also das ist ja auch was immer relativ kontinuierlich gegeben werden sollte oder häufig gegeben werden muss. Genau, ja, das ist richtig, vor allen Dingen das Propofol. Also um es gleich vorwegzunehmen, wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen zu den Medikamenten. Noradrenalin und Propofol sind, glaube ich, in der Präklinik die beiden Hauptmedikamente, die über Perfusoren gegeben werden. In der Klinik gibt es natürlich noch viel, viel mehr, in der Intensivmedizin noch viel, viel mehr. Wollen wir jetzt nicht drüber sprechen bei Intensivmedizin, aber Wobei auch dort finde ich Propofol und Noradrenalin ziemlich ja, ganz weit oben die gibt es ist. immer, das ist ja das Standardrepertoire da. Okay, gibt es irgendwas, wo man speziell bei Perfusoren aufpassen muss? Also irgendwas, wo man sich denkt, das sollte was anders sein als jetzt bei einer normalen Infusion oder so? Irgendwelche so. Genau, also wir haben ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen erkannt, über den Perfusor werden sehr, sehr wichtige und hochpotente Medikamente gegeben. Das heißt, da kann natürlich auch viel schief gehen, wenn irgendwas mit der Medikamentenapplikation nicht so richtig funktioniert. Und das heißt, wir müssen darauf achten, dass der Perfusor, wenn er einmal läuft, auch kontinuierlich läuft. Das heißt, dass keiner ihn irgendwie pausiert, keiner daran rumspielt. Und irgendetwas verändert, und wenn, dann sollte man das im Team kommunizieren. Das heißt, wenn man dann eine Patientenveränderung sieht, dann weiß man auch, Moment, da wurde gerade was am Perfusor geändert. Das andere ist die Perfusorleitung. Das sind normalerweise etwas härtere Leitungen mit einem sehr, sehr dünnen Innenlumen. Aber auch natürlich solche Leitungen, die können abknicken. Das heißt, darauf achten, dass gerade dann, wenn ein Patient hochkritisch ist und Katecholamine zum Beispiel braucht, dass die Leitungen niemals abknicken. Und bei dem Zugang, der verwendet wird, mittlerweile wissen wir ja, man kann sehr gut auch periphere Zugänge für Katecholamine in der ersten Phase nehmen. Da muss man auch darauf achten, dass der Zugang ganz besonders gesichert ist und dass der Arm zum Beispiel, wenn es in der Ellenbeuge ist, nicht abgeknickt wird, dass nicht am selben Arm Blutdruck gemessen wird, weil auch dann natürlich der venöse Rückstrom zum Patienten immer wieder unterbrochen wird. Das heißt, einfach darauf achten, dass der Weg zwischen Perfusor und Patient, aber auch von Vene zum Herz, sage ich mal ganz blöd, immer kontinuierlich offen gehalten wird. Was mir noch einfällt oder was mir früher immer schwer gefallen ist, ist quasi, dass man daran denkt, dass man nicht über diesen super Zugang, auf den man so stolz ist, weil er gut läuft, dann noch irgendwie einen Bolus gibt. Also zum Beispiel, wenn da jetzt gerade wenn Katecholamine laufen, dass man dann noch irgendwie 10 Milliliter spült oder irgendeine Sedierung darüber als Bolus gibt oder ein Aspirin oder irgendwas anderes. Das heißt natürlich, dass dieses Katecholamin zum Beispiel mit vollem Push da reingehauen wird und das ist vielleicht auch nicht optimal, also keine Bonusgabe über diese Perfuse-Leitung. Genau, also was man auf keinen Fall machen sollte, man muss sich überlegen, dass das Stück,
Selbst wenn man direkt oben in den Zuspritzkanal an der Kanüle oder Braunüle reinspritzt, dann ist ja das Innenlumen von der Kanüle immer noch mit dem Katecholamin zum Beispiel gefüllt und das kriegt der Patient ja dann im Schuss. Beim 3-Wege-Haar mit einem Schwänzchen dran ist es noch viel mehr und das sollte man auf jeden Fall lassen. Das heißt, eigentlich bei Perfusor, vollkommen richtig, immer eine zweite Nadel für die restlichen Medikamente. Ja, aber es sind meistens kritisch kranke Patienten, die ohnehin zweite Nadel verdient haben. Genau. Okay, Philipp, jetzt haben wir so die wichtigsten Sachen, auf die man aufpassen muss, und so die Definition. Aber jetzt mal Butter bei den Fischen oder so, wie man so irgendwo sagt. Welche Medikamente genau und welche Dosierung? Ja, genau. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen. Propofol und Noradrenalin, das sind so die Hauptmedikamente, die wir in der Rettung geben und eigentlich auch in der Notaufnahme. Martin sagt sogar in der Intensivmedizin. Und damit hat er sicherlich auch recht. So, jetzt müssen wir uns überlegen, welche Besonderheiten haben wir eigentlich in der Notfallmedizin und in der gerade im Rettungswagen. Im Rettungswagen haben wir ziemlich unruhige Umgebungsbedingungen. Der Wagen bewegt sich andauernd. Wir haben immer wieder Lageveränderungen des Patienten. Der Patient wird umgelagert. Das heißt, was müssen wir im Rettungsdienst auf jeden Fall beachten, aber eigentlich auch in der Notaufnahme, wo die Bedingungen auch nicht so stabil sind wie auf einer Intensivstation, dass wir eine möglichst sichere Medikamentenapplikation erreichen. Und bei Perfusoren muss man sich ja überlegen, der Perfusor kann zwar sehr, sehr kontinuierlich ein Medikament abgeben, aber die Laufrate, die wir geben wollen, wenn wir eine fixe Dosis geben, die ist natürlich abhängig von der Verdünnung. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich dir jetzt 1 Milligramm pro Stunde geben will, ne, von irgendetwas, und jetzt einen Perfusor aufziehe mit 50 Milligramm auf 50 Milliliter, dann hat der Perfusor eine Laufrate von einem Milliliter Milliliter pro pro Stunde. Stunde. Ne? Das ist ja nicht besonders viel. Wenn ich das jetzt anders aufziehe, wenn ich nur 5 Milligramm nehme auf 50 Milliliter, dann hat der Perfusor eine Laufrate von 10 Milliliter Milliliter pro pro Stunde, schon Stunde. deutlich mehr. Ja? Und wenn ich nur 0,5 Milligramm nehmen würde, dann hat er eine Laufrate von 100 Milliliter pro Stunde. Das heißt, jetzt muss man sich überlegen, warum poche ich darauf so herum? Man muss erstens wissen, welche Verdünnungen der Medikamente, vor allen Dingen Noradrenalin, sind denn eigentlich gebräuchlich bei mir im Rettungsdienstkreis oder bei mir in der Notaufnahme. Man sollte niemals den Hausstandard brechen, weil sonst kann es nämlich zu Verwechslung kommen, wenn der Perfusor dann auf einer anderen Station weiterverwendet wird. Und natürlich auch immer auf die Spritze draufschreiben, was genau drin ist. Aber man muss sich auch überlegen, wenn das eine sehr, 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 sehr konzentrierte Lösung ist, also mit sehr viel Milligramm pro Milliliter, dann habe ich nur sehr, sehr geringe Laufraten. Ja. Und das ist im Rettungsdienst eigentlich Mist. Argument pro niedriger verdünnte, also das heißt Genau. weniger Milligramm auf mehr Volumen, deshalb höhere Flussraten. Da kommen wir genau gleich zu sprechen, wie es genau macht. Aber was vielleicht denken jetzt manche im Moment, das kenne ich von der Intensivstation aber anders. Da verwendet man doch Trägerlösungen. Ne, was ist eine Trägerlösung? Eine Trägerlösung bedeutet, ich habe einen 3-Wege-Hahn und hier lasse ich, also in das eine Lumen lasse ich das Katecholamin reinlaufen, zum Beispiel mit 0,2 Milliliter pro Stunde, also extrem wenig. Aber damit das überhaupt beim Patienten ankommt und eingeschwenkt wird, habe ich eben eine Trägerlösung, die trägt das Medikament zum Patienten und die braucht einen sehr, sehr kontinuierlichen Fluss. Da hat man auf einer Intensivstation einen Infusomaten. Jetzt könntet ihr sagen, ich hänge da einfach eine ganz normale Ringerlösung hin und stelle eine kontinuierliche Tropfenzahl ein. Ich sage euch, das ist Quatsch. Erstens, wenn die Ringe etwas höher hängt, etwas niedriger hängt, dann ändert sich die Tropfenzahl. Wir haben keine richtigen Tropfenzähler standardmäßig auf allen Rettungswagen wegen. Das heißt, lasst das mit der Trägerlösung lieber sein. Das ist vielleicht was für die Notaufnahme. Aus unserer Sicht kann man eigentlich sagen, ist das eigentlich nichts für die Notfallmedizin. Trägerlösungen sind für die Intensivmedizin oder wenn man einen Infusomaten vorhalten kann oder zumindest einen sehr, sehr guten Tropfenzähler. Und wie würden wir es euch jetzt empfehlen? Ganz konkret mal. Ihr wollt ein Katecholamin geben, ihr wollt Noradrenalin oder Adrenalin geben. Dann nehmt ihr 1 Milligramm und das 1 Milligramm wird zusammen mit 49 Milliliter, also 1 Milligramm pro Milliliter, 1 Milliliter, 1 Milligramm, mit 49 Milliliter Nazel oder kann man auch Ringer nehmen, kein Problem, in der Perfusorspritze aufgezogen. Was habt ihr dann? Ihr habt 1 Milligramm auf 50 Milliliter. Das heißt, jetzt muss man kurz umrechnen, ich habe es schon vorher ausgerechnet, 0,02 Milligramm pro Milliliter.
Und damit kommt man eigentlich sehr, sehr gut zurande, denn wenn man jetzt mit der Standarddosierung von 0,5 Milligramm pro Stunde anfängt, ne, das wäre so beim septischen Patienten eine gute Startdosis, wenn er wirklich schlecht ist, dann hat man eine Laufrate von 25 Milliliter pro Stunde und das ist eigentlich schon eine ganze Menge und da kommt beim Patienten dann auch schnell was an. Okay, das heißt, Katecholamin, das kann man auch auf das Adrenalin, denke ich, so umlegen, wobei man da eher wahrscheinlich nicht mit 25 Milliliter anfangen würde, sondern eben mit dem niedrigeren, so 5 bis 10. Aber das kann man ja dann anpassen an den Patienten, je nachdem, was die Indikation auch ist. Okay, und jetzt zweites, das Propofol. Darf du mal ja nichts verdünnen, oder? Nee, genau. Das Propofol wird pur Endlich. aufgezogen. Aber auch da müsst ihr aufpassen. Kenne deine Tools. Es gibt ein- und zweiprozentiges Propofol. Das einprozentige wird üblicherweise in der Narkoseeinleitung der Anästhesie verwendet. Das zweiprozentige üblicherweise auf einer Intensivstation für die Perfusoren nämlich. Warum? Weil auf der Intensivstation kann man ja mit sehr, sehr niedrigen Laufraten dann arbeiten und muss die Perfusoren nicht so oft wechseln. Sonst wird die Pflege da ja ganz verrückt, wenn die alle 5 Minuten dann einen anderen Perfusor wechseln muss. Aber für uns im Rettungsdienst in der Notaufnahme ist es extrem wichtig zu wissen, welche Verdünnung haben wir eigentlich, wie viel prozentiges Propofol haben wir. Üblicherweise einprozentiges Propofol, damit lässt sich auch super rechnen und das zieht man pur auf. Dann hat man pro Milliliter, 1 Milliliter sind dann 10 Milligramm. Ja, und so eine gute Narkosedosis, um einen Patienten in Narkose zu halten, wären 200 Milligramm pro Stunde beim normal erwachsenen, normalgewichtigen Menschen. Das heißt, das sind dann 20 Milliliter pro Stunde und auch damit hat man eine Flussrate, die eigentlich ausreicht, dass man keine Trägerlösung unbedingt braucht. Okay, das war jetzt ja ein verrücktes Zahlenwirrwarr. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Bei den Perfusoren muss man auf ein paar Sachen aufpassen. Wichtig ist gerade in unsicheren Umgebungen, wo jetzt vielleicht der Patient nicht ganz stabil mit einem zentralvenösen Zugang oder so liegt, ist, dass wir eher höhere Flussraten haben, damit überhaupt beim Patienten was ankommt. Das gilt sowohl für die Katecholamine als auch für in dem Fall Propofol. Beim Katecholamin würdest du eine Verdünnung von 1 Milligramm auf 50 Milliliter empfehlen, also sowohl Noradrenalin als auch Adrenalin und dann eine Startdosis von 5 bis 25 Milliliter. Beim Adrenalin ein bisschen niedriger, beim Noradrenalin eher so Richtung 25. Und dann wäre natürlich noch das Propofol, bei dem wir schauen müssen, welche Verdünnung haben wir, einprozentiges oder zweiprozentiges. Und beim einprozentigen, das jetzt so routinemäßig vorgehalten wird, das wir auch empfehlen würden, der Einfachheit halber, sind es 10 Milligramm pro Milliliter. Bei einer Narkosedosis von ungefähr 200 Milligramm pro Stunde wären das 20 Milliliter pro Stunde. Puh, eine ganze Menge Kopfrechenarbeit, wenn ihr sagt, das ist euch zu viel, das vergisst man immer wieder. Wie Wir mir. haben es auf den Pocketkarten Ja. verewigt und in den Shownotes sind auch nochmal eine ganze Menge andere Perfusorendosierungen dabei, immer natürlich ohne Gewähr. Wie immer, wenn wir über Medikamentendosierung sprechen Oder überhaupt über irgendwas oder reden. über irgendwas reden. Aber Martin, es gibt ja noch viel, viel mehr Perfusoren. Das ist richtig. Also in der Notaufnahme sind tatsächlich auch die häufigsten Katecholamine und Narkosemedikamente. Es gibt dann immer noch so irgendwie Insulinperfusoren. Es gibt manchmal die Variante, dass man Heparinperfusoren gibt. Es gibt auch andere Katecholamine. Und Ja, und viel, 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 viel mehr. dafür muss man sich was überlegen, wenn ihr jetzt in der Notaufnahme arbeitet und überlegt euch, wie machen wir das mit den Perfusoren? Was macht überhaupt Sinn, an Perfusoren vorzuhalten oder Standards dafür zu entwickeln? Da muss man sich eins überlegen, wie lang ist der Patient bei mir in der Notaufnahme? Das ist von Haus zu Haus unterschiedlich und auch werden die Perfusoren später in der Peripherstation dann von der Notaufnahme weitergeführt und übernommen. Warum sage ich das? Beispiel Urapidil. Urapidil kann man als Perfusor geben bei einer refraktären Hypertension. Das macht im Rettungsdienst aber keinen Sinn. Warum? Weil man ohne Probleme auch immer mal wieder ein paar Boli geben kann, bis man im Krankenhaus ist. Dann gibt man vielleicht 3, 4 Boli. Selbst bei einer langen Fahrt kommt man damit dicke hin und braucht nicht einen Perfusor aufzuziehen und sich die Arbeit zu machen. Genauso ist es auch in der Notaufnahme. Wenn ihr einen Patienten nur eine Stunde da habt, dann lohnt es sich fast nicht, den Urapidil-Perfusor anzufangen, weil ihr habt ja am Anfang schon ein paar andere Medikamente probiert und dann für die letzte halbe Stunde noch einen Urapidil-Perfusor aufzuziehen, ob das Sinn macht und ob der auf der Peripherstation weitergegeben wird,
Das muss man genau prüfen. Heparin ganz genauso. Kann man prinzipiell auch erst auf der Peripherstation anfangen, wenn man den Bolus-Heparin in der Notaufnahme gibt. Aber das ist hausabhängig und ihr müsst genau wissen, wie will denn das die weitere Station? Ne? Arbeiten die eigentlich mit denselben Dosierungen wie ihr? Wie sieht das die Intensivstation? Es macht einfach wenig Sinn, sich da unnötig Arbeit zu machen. Das muss ins eigene System reinpassen. So kann man das eigentlich grob sagen. Und wenn ihr jetzt ein paar Perfusor Beispieldosierung wollt, dann geht bei uns in die Shownotes. Yes. Philipp, ich finde, wir dafür, dass es eigentlich ein relativ einfaches Thema ist, wie wir am Anfang gedacht haben, habe ich sehr viel Hirn verwendet, um da irgendwie die richtigen Dosierungen wieder auszurechnen. Deshalb bin ich auch froh, dass ich mir das aufgeschrieben habe und im Notfall halt nicht zu so viel nachdenken muss. Ich würde sagen, wir machen den Deckel zu. Das war's zum Thema Perfusoren. Schreibt uns eure Erfahrungen. Gibt es vielleicht auch irgendwelche Situationen, wo ihr sagt, das hat bei uns gar nicht funktioniert oder so ein klassischer Fehler, ein zweiprozentiges und so weiter und so fort. Oder auch eure Dosierungsempfehlungen. Gern alles in den Kommentaren auf der Webseite, hier auf YouTube und sonst wo. In diesem Sinne. Wir sind gespannt, macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.